Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ja, wie schön. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wurde auf Instagram gefragt, in einer Nachricht, ob ich nicht ein paar Tipps habe, wie man Kornblumen schön gut malen könnte. Ich habe mir die jetzt nochmal ganz genau angeschaut und zeige euch einfach mal, wie ich sie male. Ja, so im Floral Loose Watercolor Stil. Und ihr könnt mir gerne über die Schulter schauen dabei. Gerne eure Ergebnisse mit mir teilen. Und ansonsten lege ich direkt los. Ich mache jetzt hier alle, also ich male jetzt einfach alles mit einem Größe 4 Pinsel. Ich habe mich da so ein bisschen ausprobiert, finde das eine ganz gute Größe. Suche mir einfach mal einen Farbton aus. Kornblumen gibt es ja auch in den verschiedenen Farben. Ich nehme jetzt hier einmal mal so ein Magenta mit ein bisschen Blau. Und starte tatsächlich erstmal mit einem dunklen Blau-Violett, also eher so ein deckendes Blau-Violett. So. Und hier, na, ihr braucht natürlich Aquarellpapier, Aquarellfarbe, Wasser. Ja, ist ein Watercolor-Tutorial. Ich glaube, haben jetzt mittlerweile alle verstanden, wenn sie ein Watercolor-Tutorial von mir sehen. Und wie gesagt, hier Pinselgröße 4 benutze ich. Und jetzt hier einfach so Durchmesser ungefähr 1 cm. Einfach hier so ein paar Punkte aufgetupft mit der Spitze des Pinsels. Nochmal ein bisschen befeuchten den Pinsel. Und dann eher mit einem Violett, also hier habe ich ein sehr blaues Violett genommen und jetzt eher wieder mehr ins Violett rein, aber auch eher deckender. Und von diesem Kreis aus, ich muss jetzt immer ein bisschen schneller arbeiten, weil ich nämlich hier die Magie des Watercolors nutzen möchte. Ich möchte nämlich jetzt hier nicht unbedingt, dass das so doll antrocknet. Also ich jetzt mache, ganz wichtig, den Pinsel auswaschen und hier wirklich einen transparenten Lila-Ton, Violett-Ton nehmen und dann hier von diesem Strich aus, da setze ich hier so meine Pinselfläche einfach mal voll auf. So, und hier oben kommen dann so ein paar Punkte und dann hier aber wirklich von diesem Strich aus, schön wässrig darf es hier sein. Ich kann auch den Pinsel mal auswaschen und nur Wasser benutzen. Dann kann das hier nämlich schön verlaufen, die Farbe. So, und ich kann auch hier nochmal so ein eher pigmentierteren Ton nehmen, auch vielleicht noch mal so einen Ticken Blau mit rein. Und wichtig, hier oben diese Punkte auch setzen. Da könnt ihr hier auch zum Beispiel noch so ein bisschen das Blau-Violett, solange die Farbe noch feucht ist. Ich wasche den Pinsel noch mal aus und dann hier zack, 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 zack. Geht es hier weiter, hier oben Punkte und hier dann so aufgetragen. So, alles so ein bisschen schneller tatsächlich, damit hier auch schön unsere Farbverläufe auch entstehen können, ja. Es ist immer schwer, das noch langsamer zu erklären, deswegen am besten hier dann nochmal zurückspulen, nochmal ablaufen lassen, zurückspulen, ablaufen lassen, wenn ihr das ja nicht gleich beim ersten Mal so gut verstanden habt. Dann habe ich hier einfach einen Grünton. Das jetzt hier für das, sage ich mal, schnelle Tutorial für mich jetzt hier erstmal ein bisschen unwichtiger. Ich möchte es ja nicht naturgetreu malen. Ich nehme jetzt hier so einen mittleren Grünton einfach und starte jetzt hier so einfach mit der Pinselspitze. Kann ruhig noch ein bisschen dicker sein, der Stiel, ungefähr so. Und dann hat die Kornblume hier auch so kleine schmale, ja, Blätter. So, und die werden dann von unten her ein bisschen länger. Genau. Hier male ich jetzt eine Erweiterung, den Arm. Einfach so. Und dann von hier auch nochmal ungefähr so. Zack, hier auch nochmal so kleine Ärmchen. Ganz dünn mit meiner Pinselspitze. So, dann brauche ich nochmal das Grün. Und dann hier
ist ja hier, also diese Knospe. Und dann sollen aus dieser Knospe hier unsere Blüten gleich rauskommen. Ja, also hier muss ich den Abschluss gar nicht gut malen, sondern und hier habe ich auch immer so ein bisschen weiß noch stehen. Ja, es gibt einfach, es wirkt nochmal, als wäre da so ein Lichtreflex einfach, ne, gibt hier dem Ganzen noch so ein bisschen Struktur. Darf auch hier noch komplett nass sein. Also ich brauche jetzt hier nicht warten, bis es angetrocknet ist. Ich nehme wieder meinen pigmentierten Violettton, mit dem ich hier auch diese Striche in der Mitte gemalt habe. Und diese Striche setze ich jetzt hier so an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ungefähr 6. Hier vielleicht noch einen siebten. So. Nochmal auswaschen. Und nehme wieder meinen transparenteren Ton, ne, den ich hier auch außen verwendet habe. Und mache jetzt hier im Prinzip sehr ähnlich. Auch nochmal hier so Punkte nach oben drauf. Hier so zack, 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 zack. Ne, und dann hier einfach so verstreichen, ja. Also ein bisschen hier mit der Pinselfläche arbeiten. So, hier nochmal. Dann habe ich ja noch meinen Blau-Violett-Ton, den ich mir hier angemischt habe, ne, aus dieser Mitte hier. Da kann ich hier auch einfach nochmal so ein bisschen, solange die Farbe, da muss man aber echt schnell arbeiten, damit keine Pfützen entstehen. Hier einfach kann ich noch so ein bisschen Farbe mit draufgeben. Genau, jetzt gucke ich hier nochmal gerade auf die Kamera. So ein bisschen mehr von weitem, aber das gefällt mir so schon ganz gut. Und was haben wir noch? Genau das, die noch nicht ganz aufgegangene Blütenknospe. Können wir hier auch noch ein bisschen gelblicheren Grünton nehmen. Und zwar hier die Blütenknospe. So ähnlich wie hier. Zack, zack, zack. Ungefähr so, ne? So ein Oval. Hier auch wieder so einen ganz kleinen weißen Strich. Und jetzt muss ich hier gucken, hier ist tatsächlich die Knospe eher offen. Also das ist so ein Oval, was in der Mitte irgendwie wie durchgeschnitten ist. Und hier geht die Knospe aber schon so ein bisschen zusammen. Ungefähr so. Also da muss ich hier nochmal ein bisschen nachhelfen. Und habe dann wieder mein Lila, mein Violett. Und hier nehme ich jetzt einfach so also eher auch was Transparenteres, jetzt gar nicht hier diesen deckenden Farbton. Und dann mache ich hier einfach so. Das sind noch nicht mal richtig Striche, die ich hier raufsetze. Das sind echt nur so kurze Pinseltupfer eigentlich. Und dann hier oben noch so ein paar Tupfen. 1, 2, 3, so ungefähr, dass ich das Gefühl habe, das sieht ganz gut aus. Und tada! Es ist vollbracht. Auch hier kann man jetzt nochmal mit dem Blau-Violett hier nochmal so ein bisschen raufgehen. Aber tatsächlich ist es das schon gewesen. Genau, also so würde ich tatsächlich so im lockeren Watercolor-Stil, Floral Watercolor-Stil die Kornblume malen. Und ich freue mich echt auf eure Ergebnisse. Malt sie gerne auch nochmal in anderen Farben. Und probiert euch da aus. Wenn irgendwas unklar ist oder ihr noch Hilfestellung braucht, schreibt es mir wirklich sehr, sehr gern hier unter das Video als Kommentar. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und bis dahin.